Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Komm her, damit ich dich streicheln kann. Oh, das waren meine Lieblingsjeans. Ich will mich mit einer Tasse Tee entspannen und Videos auf dem Smartphone sehen. Oh, das ist so nervig. Ich brauche nur etwas Magie. Schon viel besser. Um dasselbe zu machen, braucht ihr eine alte Jeans und eine Pappschablone. Macht euch am besten Notizen. Die Seitenlänge des Dreiecks beträgt 16 cm und die Rechtecke sind 16 und 14 cm lang. Legt die Schablone genauso rauf und zeichnet es mit Kreide nach. Schneidet es entlang der Kontur aus. Und bügelt danach die Enden. Faltet und näht zwei dreieckige Enden zusammen. Lehnt das dritte Dreieck an und näht es entlang der Basis. Macht eine weitere Naht parallel. Und füllt es mit Watte. Schließt dann die Naht. Klebt auch eine Tasche für Kopfhörer an. Befestigt ein Stück Stoff mit glänzenden Pailletten. Ein Sitzsack für euer Smartphone ist fertig. Dieser Halter ist noch besser als das Video. Und der Streifen mit Pailletten hält nicht nur das Smartphone fest, sondern ist auch entspannt. Schneidet jetzt ein paar Jeans-Taschen ab. Eine vordere und eine hintere. Dreht dann die Taschen um. Und näht die Taschen zusammen. Berührt aber nicht den Bund. Dreht die Hose dann um. Schneidet den Streifen mit der Naht ab und schnappt euch ein Metallkarabiner. Befestigt an jedem Ende einen Haken. Und befestigt sie an den Gürtelschlaufen. Ihr könnt die Taschen mit Dekoschmuck betonen. Das sieht doch viel besser aus. Legt alles, was ihr braucht, in den Geldbeutel und steckt zum Beispiel euer Smartphone in die Tasche. Stellt euch darauf ein, dass euch jeder beneiden wird. Schneidet für die nächste Idee ein paar Gürtelschlaufen aus. Je verschiedener sie sind, desto besser. Nehmt dann einen Holzrahmen und befestigt die Schlaufen daran. Wechselt euch mit den Farben ab und platziert die Streifen so, bis ihr den langweiligen Rahmen nicht mehr sehen könnt. Sobald der Kleber getrocknet ist, könnt ihr ein Foto in den Rahmen legen. Welchen Rahmen würdet ihr nehmen? Natürlich ein Jeansrahmen, oder? Seht ihr? Es ist super einfach, einen stilvollen Bilderrahmen zu erstellen. Ihr müsst nur eure Vorstellungskraft einsetzen. Für diese Idee braucht ihr einen Schuhkarton und eine alte Jeans. Deckt die Box mit Jeansstoff ab, innen und auch außen, und bringt einen breiten Griff an der Seite an. Man kann immer Organizer gebrauchen. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr die wichtigsten Sachen reinlegen. Was legt ihr alles rein? Wir sind gespannt. Und jetzt braucht ihr schwarze und blaue Jeans. Schneidet Schablonen aus Papier aus. Und verfolgt den Umriss auf dem Stoff. Schneidet dann alles aus. Ihr braucht zwei Stücke von jeder Jeans. Setzt sie dann zusammen. Und näht es zusammen. Näht dann zwei bunte Teile zusammen. Krempelt es dann um. Und füllt es mit Watte. Befestigt danach einen Schwanz und Flossen. Verschließt alle Löcher, damit die Füllung nicht rausfällt. Und klebt auch Augen an. Psst, hört ihr dieses Geräusch? Hier muss irgendwo ein Wal sein. Oh, hier ist er ja auch schon. Direkt auf der Couch. Ein Haustierwal aus Stoff ist super süß. Ihr entscheidet, ob ihr es als Spielzeug oder Kissen verwenden wollt. Und für diese Idee braucht ihr einen Jeans-Hüftbund. Schneidet es vorsichtig aus. Legt es um euren Arm und näht es zu. Dekoriert das Accessoire mit Perlen und einer dünnen Kette. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr noch mehr Perlen anbringen. Befestigt die Kette am Umfang. Und versucht einen anderen Bund zu finden, denn eure Freunde werden garantiert dasselbe Armband wollen.
Mist, das war meine Lieblingsjeans. Und jetzt passt sie nicht mehr. Was soll ich mit der Jeans machen? Sie ist zu groß. Schneidet erstmal die Beine zurecht. Ihr braucht nur die Oberseite. Dreht es dann um. Klebt ein Stück Flanellstoff an die Innenseite. Und faltet die Unterseite. Füllt es dann mit Watte. Legt einen Kartonkreis hinein und befestigt die Stoffenden daran. Was für ein schönes Bett! Es ist so weich und gemütlich. Los, beeil dich und mach ein Foto. Habt ihr eure Shorts zurechtgeschnitten? Werft die Beine nicht weg. Legt Papierschablonen auf den Stoff. Zeichnet die Figur nach und schneidet alles aus. Macht am besten so eine Form. Und näht die Flossen daran. Füllt es mit Watte. Befestigt dann den Schwanz. Die Flossen sollten fransig sein. Und näht auch eine Schnur an. Haben Jeansfische Angst vor Stoffhaien? Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Ich habe eine Überraschung für mein süßes Kätzchen. Willst du einen Fisch? Los, versuch ihn zu fangen. Eine Schwangerschaft ist eine schöne, magische Zeit. Aber die Hose passt euch nicht mehr und ihr könnt nicht richtig schlafen. Regt euch auf keinen Fall auf. Das ist schlecht in dieser Situation. Schaut euch unseren Jeans-Hack für Schwangere an. Schneidet den Bund mit den Taschen eurer alten Jeans ab. Versiegelt dann die Beine und füllt sie mit Watte. Näht das Loch dann zu und deckt die Naht mit einem Jeansstreifen ab. Könnt ihr erraten, was es ist? Das ist ein Traum für jedes Schwangere. Ein weiches und kuscheliges Kissen. Süß und bequem. Schlaft gut. Was kann man mit drei Paar Jeans und Warmschablonen machen? Wir zeigen es euch. Übertragt die Zeichnung auf den Stoff. Schneidet es aus. Und schneidet dann Sechsecke aus. Legt sie nebeneinander auf eine Filzplatte. Und näht alles an. Ihr erhaltet stilvolle Untersetzer. Legt euren Tee oder Kaffee oder was Süßes drauf. Das sieht tausendmal besser aus als gekaufte Untersetzer. Für eine andere Idee braucht ihr einen Blumentopf und eine alte Jeans. Legt den Blumentopf in ein Hosenbein. Schneidet die Jeans auf die Größe des Topfes zu. Macht Schnitte im unteren Teil des Stoffes, damit ihr das Ende zusammenkleben könnt. Und klebt dann den Stoff zu. So ein Blumentopf ist stilvoll, modisch und echt cool. Und natürlich auch süß. Und für diese Idee braucht ihr eine Röhrenjeans mit ungewöhnlichen Mustern. Legt eure Arme in die Hosenbeine. Schneidet es dann passend zu. Krempelt es rechts um und näht es dann zu. Legt eure Hand darauf und markiert die Stelle eures Daumens. Macht dann einen Schnitt in die Naht und formt die Löcher, damit ihr mit euren Fingern reinkommt. Zieht sie dann an. Solche Fäustlinge sind perfekt für einen sportlichen oder lässigen Look. Habt ihr ein paar alte Jeans? Sehr gut, wir brauchen beide. Schneidet die Beine ab. Ihr braucht nur das Stück mit den Gesäßtaschen. Tragt dann Heißkleber auf. Klebt dann ein Jeansstreifen mittig darüber. Hängt das Teil mit den Taschen in die Armlehne des Sofas. Zeigt es auch euren Mitbewohnern. Steckt immer die Fernbedienung oder das Smartphone und Dinge, die ihr ständig verliert, in diese Taschen. Kitty, du kannst auch was reinlegen. Wie fandet ihr unsere Jeans-Ideen? Wir sind gespannt, welche Idee ihr am besten fandet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.